Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es um was ganz Besonderes. Ich war im Internet so am Surfen, gucke dann öfter mal bei Lewis, bei Böjes, bei Kultwerk, bei Kestech, bei Jekyll und so weiter. Wenn man ein bisschen Zeit hat, kennt ihr ja selber, dann guckt man auch ein bisschen. Und da habe ich bei Kultwerk ein mega geiles Angebot gefunden. Und zwar gab es da den Kestech auf dem Lagerabverkauf für diese Maschine. Also kein steuerbares System, sondern ein festes System. Den Kestech anstatt für 2,7 oder knapp für 2,7 gab es den für 1200 Flocken. Und da habe ich nicht lange überlegt, da habe ich mir das Ding einfach bestellt. Und innerhalb von einem Tag ist der Auspuff jetzt gekommen. Und wir werden das Ding jetzt mal auspacken und danach werden wir das Ding hier montieren. Und dann gucken wir mal, ob der Sound wirklich so viel geiler ist. Viel Spaß! So, dann wollen wir mal zusammen das Paket öffnen. Ich habe selber auch noch nicht reingeguckt. Der Postbote sagte auf jeden Fall schon, er wollte es jetzt nicht in den Garten stellen, weil er wusste auch, was Kestech ist. Und ja, war ich ihm natürlich auch ganz dankbar drum. Von daher werden wir das hier zusammen öffnen und mal schauen, was da denn alles so drin ist. So. Wow, das ist erstmal Verpackung. Hier sehen wir zum einen, das ist ja, Garantiekarte und ja, Karte. Dann haben wir hier, was ist das? Ist ein bisschen, ja, Schellen, Befestigungsmaterial und so weiter. Genehmigung. Dann müssen wir nochmal schauen, was hier alles so drin ist. Hier ist nochmal Verpackungsmaterial. Noch mehr Verpackungsmaterial. Und hier ist das schmucke Ding. Sieht ja schon mal mega geil aus, ne? Also auch von hinten richtig, richtig schick. Ja, jetzt spielen sie gerade im Radio Nachrichten an. Gibt ja nichts Schöneres als Nachrichten. Ja, so sieht das von vorne aus. Das wird später alles montiert. Sehr, sehr schick. Können wir am besten hier auch mal irgendwie so draufpacken, damit das auch nicht zerkratzt. Wir wollen das schmucke Ding ja noch nicht gleich zerstören. Das sieht aus wie die Blende. Ja, ist es auch. Kommt da später so ans Bike. Ja, freue ich mich mega drauf. Ich war auch mega gehypt, dass das dann im Angebot war und ich konnte es nicht sein lassen. Ich musste es dann bestellen, habe es dann Nachmittag gebeichtet zu Hause. Aber konnte Frau dann auch verstehen. Ja. Cool, das kommt dann später da so ans Bike und dann sieht das Ganze schon ganz anders aus. Ich bin mega gehypt. Das ist das, was jetzt in dem Paket drin war. Das Stück packen wir natürlich auch hier drauf, damit das nicht zerkratzt. Und den Karton schmeißen wir noch weg. So, und jetzt geht's ans Befestigen. Ah, okay, ich habe mir jetzt so ein kleines Styroporteil geholt, wo wir die Teile dann mal draufpacken können. Ich hoffe, hier ist eine Anleitung bei, denn ich habe so ein Ding noch nie gewechselt. Also wahrscheinlich auch sehr spannend für euch, wie das dann im Endeffekt wird. Sieht aus wie so eine Federhalterung. Ein paar Schellen. Haben wir hier vorsichtig aufmachen, nicht dass wir noch irgendwas kaputt machen. Genehmigung, ist auch irgendwie eine Anleitung bei oder ne, Verpackungsinhalt. Montageanleitung, tatsächlich, da ist eine Montageanleitung bei. Das ist sehr, sehr geil. Ich habe nämlich vorhin den Code auf dem Karton gescannt, wo Manual drauf stand und da gab es nichts für diesen Auspuff. Bei der Sportstar S. Hat mich dann schon gewundert und ich dachte auch, aber so schwer kann das natürlich auch nicht sein. Ist sicherlich auch alle sehende Arbeit. Aber man weiß ja nie, ne? Man möchte euch ja nichts kaputt machen. Ach, das ist das wahrscheinlich Hitzeschild. Das legen wir da auch mal hier hin. Meiste Arbeit ist wahrscheinlich auspacken. Aber ich bin mega, mega gehypt, weil ich die Optik auch schon mega scharf fand. Ich hatte damals diese Klappenauspuffsteuerung
bei Börjes ausprobiert in einer Sports da und ich war ja mega geflasht. Ich fand, die klang auch geiler noch als die Zart. Ich hoffe natürlich, dass diese non-adjustable Version davon dann auch so geil klingt wie das andere Stück. Kannst natürlich nicht frei auswählen, ne? Welcher Sound dann gerade da rauskommen soll. Ich lege mal die anderen Teile auch nach vorne, dann sieht man sie schon ein bisschen. Kann man auch ein bisschen auspacken. Übrigens, wenn jemand den originalen Auspuff kaufen will, schreibt mir gerne. Aber wie habe ich letztens noch erfahren müssen, es gibt keinen unnützeren Job auf der Welt als die Leute, die den Auspuff an der Harley bei Harley Davidson im Werk montieren. Ist auch was mit dran. Krieg den Scheiß nicht auf. Da. So, zack. Was ist das? Das ist Keramikpaste. Das ist die EG-Genehmigung. Und gucken wir mal, was wir hier so haben. Montageanleitung. Mit Text. So, gucken wir mal, ob alles dabei ist. Das ist dabei. Haben wir. Drei Ringe, zwei Schrauben, Federding, Halterung, alles dabei. Motorrad haben wir auch hier, schon Bild 1. So, machen wir mal Bild 2. Ist dann einfach, dass man den Sitz ablöst. Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung. Abbildung 4 und 5. Die Kunststoffab, die da hinten, ja, die haben wir ja gar nicht drauf, da haben wir ja einen Sitz. Den Sitz demontieren oder was? Kann aber auch nicht so schwer sein. Ist er überhaupt festgeschraubt? Ich glaube nicht. Schauen wir mal. Ja, wird wahrscheinlich jetzt ein längeres Video, weil das wird ja schon ein bisschen länger dauern. Bin ja auch kein Puma, ne? Vielleicht vom Gestank, aber sonst ja nicht. So. Ich komme gleich wieder, zieh mir ein T-Shirt an. Anderes T-Shirt angezogen, weil es einfach zu warm wurde in den Motorradklamotten. So, wir haben den Sitz abgemacht. Ja, Leute, das war der Originalserienauspuff und das ist der neue. Nicht nur, dass er viel, viel leichter ist, was ich auch schon jetzt merke. Nein, er sieht auch verdammt geil aus. Er sieht, passt sich in der Optik sehr, sehr gut an. Dieses Schutzblech hier mit den beiden Bronze anmutenden Teilen. Dann geht er in den Endtopf über. Wirklich sehr, sehr schön und gelungen. Wollen wir mal schauen, ob wir vielleicht so eine
kleine Hörprobe bekommen. Ich hoffe, die springt jetzt auch an. Lambda-Sonden waren abgeklemmt, habe ich wieder drauf gefriemelt. Hoffen wir mal, dass er funktioniert. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Bin auch noch nicht gefahren. Werde ich gleich sicherlich noch im Tun eine Runde, um das Ding mal zu testen. Wo ist mein Schlüssel denn? Ach, die Schlüssel sind in der Tür. Nee. Hat ihn geschmissen. Ah. So, hier habe ich den Transponder. Deswegen sprang er jetzt nicht an. Aber jetzt habe ich den Schlüssel bei mir. Versuchen wir das Ding jetzt mal zu starten. Das sieht schon besser aus. Schlüssel in der Tasche. So sollte es sein. Hoffen wir mal, dass auch keine Fehlermeldung kommt. Wie gesagt, ich habe es zum allerersten Mal gemacht. War auch relativ simpel, auch nach Anleitung. Ein paar Sachen musste man sich selber rausfinden, wo man auf jeden Fall drauf achten muss, wo ich nicht drauf geachtet hatte am Anfang. Deswegen musste ich die Schellen nochmal umwechseln, ist die Schellenrichtung, die drei Schellen. Damit wird dieses Schutzblech festgemacht. Da würde ich drauf achten, dass die von unten festgeschraubt werden können, weil dann sind sie oben nicht in der Optik. Sieht dann halt besser aus. So. Versuchen wir das Ding mal zu starten. Klingt. Und geht direkt aus. Position zu finden. So, wenn wir jetzt mal einen Test machen, wie sich der Auspuff anhört. Wir machen das Mikrofon hier unten an der Bremsscheibe fest. Hatten wir damals auch schon mal bei der Breakout, glaube ich, gemacht. Machen wir jetzt mal die Maschine an. Ja, das klingt doch mal schon um Klassen besser als der Seriensound. Ich mache die Maschine mal wieder aus. So, ich habe sie eben wieder ausgemacht, damit ihr mich auch verstehen könnt. Klingt um Klassen besser als der Seriensound. Castec-Anlage, wie gesagt, ich würde euch empfehlen, schaut bei Kultwerk auf der Homepage. Die haben auch noch andere für die Panamerika, glaube ich, noch im Angebot und noch einige andere Lagerverkäufe. Deswegen schaut da vorbei, ihr könnt eine Menge Geld sparen. Wenn ihr euch einen Auspuff gönnen wollt, dann schaut jetzt nach. Ja, Kultwerk, googelt es, schaut danach. Wie gesagt, da macht ihr nichts verkehrt. Ihr spart 1500 Euro, 1600 Euro roundabout und wie gesagt, lohnt sich auf alle Fälle. Geiles Teil. Bike hat sich damit wieder um Klassen verbessert. Jetzt gibt es nur noch Nuancen, die man machen kann und oder die ich noch auf dem Schirm habe. Ich brauche noch Sozius-Fußrasten und ja, wir müssen allgemein mal schauen, wie sich das da mit den Blinkern hier hinten verhält und der Kästichanlage. Dann vielleicht nochmal einen anderen Lenker, ansonsten andere Spiegel. Aber dann ist das Bike auch schon fast so, wie ich es haben möchte. Ich finde, jetzt kommt das auch nochmal richtig geil zur Geltung mit dem weißen hier oben. Der schwarze Auspuff, der andere war ja silbern. Ich finde, das sieht jetzt richtig, richtig nice aus. Richtig geil, geile Optik, gefällt mir wirklich mega, mega gut. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die neue Optik des Bikes findet und ja, ob ihr auch überlegt, euch einen Auspuff zu holen oder vielleicht habt ihr auch schon einen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, schreibt es in die Kommentare, wie ihr das Video fandet und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.